Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eigene Items erstellt. Erstmal, was sind überhaupt eigene Items? Die Items findet ihr hier oben rechts im Itemverzeichnis. Klickt ihr auf Item erstellen, bekommt ihr direkt eine Eingabemaske, wo ihr den Namen hinterlegen könnt und den Typ auswählen könnt. Und am Typ könnt ihr schon erkennen, dass Items nicht einfach nur Ausrüstungsgegenstände sind, sondern deutlich mehr in Foundry. Bei einem DSA-System sind es Ausrüstung, Rüstung, Munition und so weiter, aber auch Professionen, Spezies, Zauber, Liturgien, Krankheiten, Gifte. Um ein gewisses Gefühl dafür zu bekommen oder auch Beispiele dafür zu haben, zeige ich euch später noch einmal das Grundregelwerk. Jetzt zeige ich euch einmal, wie ihr ja von Grund auf ein komplett neues Item anlegt. Dafür nehme ich nämlich einen Zauber. Ich habe mich für den Zauber Basaltleib entschieden, der Aventurische Magie 2 kommt. Das bedeutet, falls euch das Regelwerk Aventurische Magie 2 fehlt, könnt ihr diesen Zauber auch einfach selbst eingeben. Ich nehme jetzt hier den Namen Basaltleib und sage Item erstellen. Wenn ihr ein Item erstellt, bekommt ihr den Eingabebogen dieses Itemstyps, den ihr ausgewählt habt. Also hier habt ihr ja verschiedene Typen, wie gerade schon gezeigt, und ihr bekommt dann, je nachdem, welchen Typ ihr anlegt, ich sage hier auch mal, ich will einen Ork anlegen, einen anderen, ja, Bogen für das Anlegen des jeweiligen Items. Hier ist es die Spezies, wo ganz andere Details hinterlegt sind, als es bei einem Zauberspruch der Fall ist. Bleiben wir bei unserem Zauberspruch. Ich gebe den Zauber hier mit seinen Attributen ein. Klugheit, Körperkraft. Hier kann ich die Reichweite hinterlegen. Also alles das, was ihr auch im Kompendium des Grundregelwerkes unter Zaubern findet, könnt ihr hier eintragen. Ich kopiere es jetzt einmal direkt. Ich habe hier nebenan eine Quelle, aus der ich die jeweiligen Einträge kopieren kann. Zauberdauer 8 Aktionen, ASP-Kosten 8, ASP-Detail, ich meine, es sind 8 ASP, die da sonst immer drin stehen. Aber da zeige ich euch gleich nochmal, wenn ihr einen Zauber kopiert. Aufrechterhalten, nein. Variable Kosten, nein. Hier kann der Effekt rein. Auch den kopiere ich mir einmal schnell. Der ist nämlich gleich nochmal interessant. Die Haut des Zauberers überzieht sich mit einer standarden Schicht, die ihm einen zusätzlichen RS in Höhe von 2 verleiht. Diesen Punkt können wir nämlich gleich bei Effekten einmal eintragen. Effektformel, es ist kein Schadenszauber. Verbreitung im Elfen. Merkmal Elementar. Es gibt keinen Widerstand und der Steigerungsfaktor ist B. So, nachdem wir das einmal gemacht haben, ihn durchspeichern, habe ich hier den Zauber Basaltleib. Ich könnte hier noch den Flufftext aus dem Regelwerk einfügen. Mir genügen jetzt hier aber erstmal die Details. Und das hier ist eine Besonderheit. Diesen Effekt, RS von in Höhe von 2, kann ich auch einfach jetzt per Statuseffekt diesem Zauber noch hinzufügen. Ich klicke auf das Plus, wie im Effekte-Video gezeigt, gehe auf Effekte Plus. Schau einmal bei Rüstungsschutz, addieren plus 2. Wobei addieren ist redundant, so muss es richtig sein. Jetzt habe ich sogar den Statuseffekt drin. Das bedeutet, wenn der Zauber ausgeführt wird, kann ich direkt den Effekt anwenden und der Rüstungsschutz von 2 wird aktiviert. Sehr praktisch. So, jetzt habe ich von Grund auf erstmal ein eigenes Item angelegt. Ihr habt gerade eben schon gesehen, dass ich bei einigen Sachen kurz stutzen musste, wie wird das eingegeben. Ich finde, der einfache Weg ist, Vorlagen zu verwenden. Deshalb nehme ich auch nochmal das nächste als Basis, die Profession, die man wählen kann. Ich möchte ganz gerne die Profession Bäuerin anlegen. Und zwar nehme ich dafür eine Profession aus dem Grundregelwerk. Ich habe hier verschiedene Professionen, die ich auswählen kann. Ich brauche eine relativ profane Profession. Ich nehme jetzt mal den einfachen Händler, sage aus dem Kompendium Eintrag importieren. Dann habe ich den Händler hier importiert, hier in meinen eigenen Items und kann dann beigehen und ihn bearbeiten. Auch diesen Beschreibungstext kann ich überarbeiten. Ich könnte das Bild austauschen. Das spare ich mir jetzt mal ganz kurz. Weil viel wichtiger ist dieser Punkt. Wenn ich ein bestehendes Item importiere, habe ich hier schon mal Vorlagen, wie gewisse Dinge geschrieben werden. Zum Beispiel, wie die Talente hier aufgelistet sind, die Kampftechniken, wie die Sonderfertigkeiten aufgelistet sind. Und glücklicherweise könnt ihr dann relativ einfach aus der Quelle
Dinge kopieren. Dafür ja, legt ihr euch die Quelle zur Seite, kopiert die Sachen und fügt sie hier bei den Talenten ein. Und so habt ihr relativ schnell die Möglichkeit, eigene Items anzulegen und hin und her zu schieben. So, ich habe das Kopieren einmal komplett abgeschlossen und würde jetzt einmal testen, ja, ob ich die Bäuerin in einen Ektar ziehen kann. Ich mache das einmal direkt. Ja, hier ist die richtige. Beschreibung habe ich, wie gesagt, noch nicht angepasst. Vor- und Nachteile. Und hier erkenne ich schon mein erstes Problem. Irgendwie kann ich die Begabung nicht auswählen. Und auch hier unten scheint irgendetwas nicht zu stimmen. Also gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Denn das ist das große Problem, wenn ihr aus einer Quelle kopiert. Es gibt gewisse ja, Syntaxunterschiede zwischen der Quelle, die ich verwendet habe, und dem, was Foundry erwartet. Das ist tatsächlich auch, sucht euch da Items, die ihr vorher kopiert, die passend dazu sind. Im Grundregelwerk hatte ich jetzt nichts Passendes zur Bäuerin. Ich schaue aber mal hier oben, das Oder sieht schon so aus, als würde das nicht passen. Vermutlich muss ich hier zweimal die Begabung reinschreiben, um sie bei den Vorteilen auswählen zu können. So, Leerzeichen, Begabung. Hier unten, Arm müsste passen, Persönlichkeitsschwächen, Vorurteile. Da weiß ich, dass die Details hier nicht gewünscht sind. Außerdem müsste hier Persönlichkeitsschwäche stehen. Schlechte Eigenschaft. Ah, okay, hier auch schlechte Eigenschaft. Aberglaube passt, aber Autoritätsglaube müsste ich nochmal haben. Also auch hier Aberglaube, Komma, einfügen, schlechte Eigenschaft, Autoritätsglaube. So. Das wären schon mal meine ersten Änderungen. Um Verwirrung zu vermeiden, lösche ich diese Bäuerin hier jetzt auch einmal und versuche das Ganze nochmal. Vor- und Nachteile. Und siehe da, ich kann schon alle direkt auswählen. Sie werden mir angezeigt. Das passt genau. Testen wir es einmal. Jo, meinetwegen durchschnittlich. Ah, hier kommen die nächsten. Geländekunde, Ackerbau, die Sonderfertigkeiten. Hier unten wird es auch nochmal angezeigt, konnten nicht umgesetzt und in der Datenbank gefunden werden. Bitte manuell anpassen. Kann zwei Gründe haben. Entweder verwende ich hier Sonderfertigkeiten, die ja, dem System, was ich einsetze, aus dem Modul nicht bekannt ist. Oder aber, ja, ich habe hier noch ein bisschen Murks in der Syntax. Schauen wir gleich mal rein. Ich gucke jetzt aber einmal bei den Talenten grob drüber. Ja, es sieht gut aus. Er hat zumindest überall Talente drin. Klingt auch plausibel. Also das Copy-Paste hat funktioniert. Aber hier unten bei den Sonderfertigkeiten scheint noch was nicht zu stimmen. Jetzt muss ich gestehen, das hier habe ich nachgeschaut. Da war ich mir nicht sicher, wie ich das schreiben muss. Bei der Fertigkeitsspezialisierung funktioniert es nämlich tatsächlich mit dem Oder. So. Ich meine, Geländekunde müsste auch so geschrieben werden. Wir probieren das einfach nochmal, indem ich einen zweiten Actor anlege. Nochmal die Bäuerin hier reinkopiere. Zumindest hat er nur Ackerbau nicht gefunden. Und das dürfte passen, weil die Sonderfertigkeit Ackerbau aus dem Kompendium kommt. Und ich habe das Kompendium nicht. Also da müsste ich nochmal beigehen und ja, entweder hier über einen eigenen Effekt die Sonderfertigkeit anlegen. Ackerbau und reinziehen. Ja, oder es den Spieler machen lassen, worauf ich gleich nochmal hinauskomme. Aber so könnt ihr eine Profession anlegen. Es ist ein bisschen Trial and Error. Professionen und Kulturen sind auch ein bisschen komplizierter durch die Schreibweisen hier. Aber im Endeffekt lässt sich das relativ schnell bewerkstelligen. Nächstes Beispiel ist der Frigifaxius. Und ja, was wäre prädestiniert dafür zu sagen, ich verwende den Ignifaxius dafür? Wir machen das direkt mal. Faxius, importiere mir den und würde jetzt hier anfangen, den Frigifaxius zu ändern. Ich werde das jetzt nicht komplett durchspielen. Ich zeige euch aber einmal, was das für einen Vorteil hat. Der Ignifaxius funktioniert ja regelmechanisch ähnlich. Das bedeutet, ich habe hier zumindest hier unten die Effektformel des Schadenszaubers drin, die ich als Vorlage für den Frigifaxius benutzen kann. Ich persönlich weiß gar nicht. Da ist er, der Frigifaxius. Der macht ein bisschen. Nee, der macht doch 2W6 plus QS. QS
QS nicht verdoppeln, aber 2W6 plus QS. Also so hätte ich zumindest den Frigifaxius drin. Mit Wirkungen und so weiter, die ich dann noch übernehmen würde. Also das lässt sich ziemlich einfach bewerkstelligen, um eine gewisse Vorlage zu haben. Ich habe das selbst bei Zaubern gemacht, die keinen entsprechenden gleichen oder ähnlichen Zauber haben, habe ich trotzdem Vorlagen kopiert, um mich so ein bisschen an dem zu orientieren, was drin ist. Also wenn ihr eigene Items anlegt, kann ich nur empfehlen, versucht Vorlagen zu verwenden, wenn ihr sie denn habt, um solche Sachen wie Effekte oder Effektfelder von dort kopieren zu können. Wechseln wir nochmal kurz in die Spieleransicht, denn die Spieler können sich auch eigene Sachen anlegen, auch wenn es ein bisschen anders ist, als die Spielleiter das können. Wir sind jetzt in der Spieleransicht, und ich zeige hier einmal an Mihiban, was genau ich meine. Sagen wir, ich lösche ihn mal kurz hier raus, ich hatte ihn vorbereitet. Ich möchte als Mihiban, als Spieler jetzt meinen Charakter schon mal vorbereiten. Verwende einen Magier oder einen profanen Charakter aus einem anderen Regelwerk. Dann kann ich dem Meister einiges an Arbeit ersparen, indem ich zumindest gewisse Sachen schon mal eintrage. Und zwar kann ich über die Bibliothek gehen, mir einen Zauberspruch, eine Sonderfertigkeit, einen Vorteil, was auch immer ich haben möchte, raussuchen und diese in den Charakter ziehen, und zwar eine ähnliche. Also ihr habt es gerade gesehen, ich hatte Basaltleib, dann nehme ich zum Beispiel den, nehme ich einfach mal den Flimflam, Hauptsache es ist ein Zauber, ziehe ihn mir hier rein und ich kann jetzt als Spieler beigehen und in meinem Charakterbogen zumindest diese Dinge hier verändern, wie Beschreibung. Leib. Ich kann hier auch den Regeltext, also den Text anpassen. Kleine Sekunde, ich aktualisiere noch eben meine Quelle. So, auch das kann ich speichern. Ich kann die Details komplett bearbeiten. Also ihr seht, ich habe hier Zugriff auf alles. Ich kann alles bearbeiten, mit einer einzigen Ausnahme. Was nicht im Spielerbogen geht, ist der Statuseffekt. Wir erinnern uns, Basaltleib hatte den Rüstungsschutz plus 2 als Wirkung. Klicke ich hier drauf, ich kann die Effekte an Items nicht in einem Charakter selber bearbeiten. Dafür müsste ich es unter Items kopieren, den Effekt hinzufügen und wieder reinziehen. Und dafür habe ich als Spieler standardmäßig nicht die Berechtigung. Ich kann aber die ganzen anderen Sachen komplett vorbereiten. Das heißt, wenn ihr einen Charakter spielen wollt und euer Spielleiter hat euch einen Dummy als Spieler angelegt, dann könnt ihr den restlichen Kram komplett durch Kopieren von bestehenden Sachen hier anlegen. Und ja, der Spielleiter müsste eigentlich sich nur noch um die Effekte oder sonstige Sachen kümmern. Wir wechseln einmal kurz zurück in die Spielleiteransicht. So, zurück in der Spielleiteransicht. Gehe ich jetzt nochmal der Vollständigkeit halber zu Mehiban. Ich sehe, sie hat sich den Basaltleib-Zauber angelegt und ich könnte jetzt sagen, okay, sie hat sich den vorbereitet. Ich selber. Ich benenne ihn mal kurz um, damit ich ihn nicht verwechsel. Ziehe ihn mir hier noch einmal rein und gehe dabei und bearbeite den Statuseffekt. Und fertig und ziehen dann wieder hier rüber. Also auch das geht, um dann gemeinsam mit dem Spieler die Vorbereitung zu übernehmen. Wenn ich jetzt mir die Mühe mache und die Sachen hier schon anlege und die wiederverwenden möchte, also sage, ich habe hier einen Zauberspruch, den Basaltleib und ich möchte mir jetzt ein eigenes Zauberkompendium anlegen, zeige ich euch einmal ganz kurz hier, wie ihr das macht. Ihr geht hier oben rechts in die Kompendium-Pakete. Geht auf Kompendium, könnt ihr ein neues Kompendium erstellen, gebt denen einen Namen. Ich sage jetzt mal, ich will ein eigenes Kompendium für Zaubersprüche haben. Ganz wichtig, ihr müsst den Dokumenttyp auswählen und für Items müsst ihr Dokumenttyp Item nehmen. Ich sage Kompendium erstellen. Dann finde ich unter Item ganz unten Zaubersprüche Item World. Ihr seht auch, dass das einzige ohne ein Schloss, das heißt, die selbst angelegten sind erstmal, dass ihr sie beschreiben könnt. Ich kann es öffnen. Und kann dann beigehen und meine Items dort reinziehen, sodass ihr
eure Items auch gesichert habt. Ihr könnt sie dann aus der Welt rauslöschen, aber dann habt ihr euch ein Zauberkompendium oder ihr legt euch Sonderfertigkeiten ein oder ihr nennt es allgemein eigene Items. Also da seid ihr in der Struktur völlig frei, aber so könnt ihr relativ schnell euch ein Kompendium anlegen und die Sachen ein bisschen sortiert euch wegsichern. Braucht sie nicht immer hier in dieser Itemliste drin lassen. Das führt auch irgendwann dazu, dass beim Weltladen jedes Mal diese Items durchgeladen werden. Die Kompendien sind da deutlich Performance, ja, besser, sag ich mal. Und das wäre alles, was ich euch zum, ja, eigenen Items erstellen erzählen möchte. Habt ihr weitere Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt es mir in die Kommentare und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal.